Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von DaschenPCs.de. Ich bin Fabius heute für euch und heute sind wir immer noch auf dem Microsoft-Stand und zeigen euch immer noch ein paar Windows-Phones. In dem Fall das Prestigio MP8400 Duo. Das ist auch ein Dual-SIM-Windows-Phone der günstigen Preiskategorie. Zeigen wir an den 512 MB RAM und 4 GB internen Speicher. Ist aber erweiterbar bei der Micro-SD-Karte, also kein Problem. Dazu werkelt in dem ganzen Gerät ein Snapdragon 200 Quad-Core-Prozessor und die Kamera besteht aus 5 Megapixel Hauptkamera und VGA-Frontkamera. Das Display ist 4 Zoll groß und ist ein LCD-Display, leider kein IPS, finde ich schade. Ansonsten fühlt sich das Gerät etwas günstig verarbeitet an, was natürlich wahrscheinlich auch im günstigen Preispunkt liegen wird. Aber es hat glücklicherweise kapazitive Tasten, aber noch keinen Cortana. So vom Design her ziemlich ein bisschen an das HTC 7 Mozart, wenn das noch Leute von euch kennen von früher, mit Windows Phone 7. An Hardware-Tasten haben wir auch nur die Lock-Screen-Taste und die Lautstärke-Wippe. Oben den Mikrofon bzw. Lautsprecher- oder Kopfhöreranschluss und einen Mikro-USB-Anschluss. Keine Kamerataste. Auf der Rückseite befindet sich die Hauptkamera mit einem kleinen LED bzw. Blitz. Wie viel er wirklich taugt, würde man im ausführlichen Test natürlich erstmal erfahren, aber allein als Taschenlampe finde ich das Ganze schon mal ziemlich cool. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das Gerät einordnen soll. Es gibt mittlerweile viele günstige Geräte, die in einer ähnlichen Preisklasse wildern. Es ist auf jeden Fall vielleicht mal so ein worth to try, also mal austesten und dann gucken, ob es das ist. Ich kann es jetzt aus dem kleinen Presseblick nicht sagen. Ich hoffe, euch hat das Video trotz allem gefallen und ihr schaut mal kurz vorbei. An sich läuft nämlich das Windows Phone super flüssig hier und euch gefallen hoffentlich auch unsere weiteren Videos. Das war's.